So, oh mein Gott, oh mein Gott, weiter geht's. Ah. TM 21 Frustration, ich dachte, jetzt kommt was wirklich krasses. Hier hinter der Tür. So. Ha, hab ich euch reingelegt, wa? Dabei war es doch klar. Ist natürlich. Diesen einen welchen jenen Teleporter verwenden, den wir hier hatten. Hier runter, wo wir eben im letzten Part schon waren. Und dürfen eigentlich das Gebäude verlassen. Ching. Und das Hauptgebäude. Das Nebengebäude hier. Verlassen, ja. Wir gehen noch mal. Ich wüsste wohin. Ach komm, ey, das ist mir gerade zu blöd. Cosma, fliegt man uns einfach zum Pokémon Center. Weil ich zu blöd bin, es zu finden. Ah, sehr schlau. Wir spielen noch mal schnell, ne? Wir haben ja ein paar AP verloren. Ich würde es natürlich auch so schaffen, aber ich will meine AP haben, die ich verloren habe, durch die Kämpfe hier drin. Ting. Es ist 23.52 Uhr für die, die es interessiert. Wir können hier natürlich jetzt ins Headquarter, das Hauptquartier. Ich habe jetzt im letzten Part schon geschrieben, dass das das Hauptquartier ist. Weil es gehört für mich dazu, dieses kleine Nebengebäude. Und wir können jetzt tatsächlich hier rein. Außerdem sieht man ja hier die anderen Ebenen, die wir schon gesehen haben. Da haben wir auch gekämpft. Es ist zwar ein Nebengebäude, aber es gehört mit dazu. Unterirdisch verbunden oder so ähnlich. So kann man es sich erklären. Auf jeden Fall. Habe ich schon auf jeden Fall gesagt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Und ich habe inzwischen auch bei Pokémon Weiß und Hard Gold das rutschige Déjà-vu vergangener Parts erlebt. Das heißt, denn ihr wisst ja noch, Eisarena und rutschige Flächen und Rätsel dazu. Gibt es ja in allen dreien Editionen. Und ich habe auch gerade während des Renderns rausgefunden, wie ich Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2 zocken kann, wenn ich Lust dazu bekomme. Und das wird definitiv kommen. Ich bleibe auf dem Kanal hier bei Pokémon Weiß Edition, weil ich selber nicht gespielt habe. Und auf Höhnlich seht ihr denn Schwarz 1 und Schwarz 2. Nicht demnächst, aber das Jahr hat ja für euch gerade mal angefangen. Für mich noch nicht. Weil wir sind hier immer noch in der in der Heiligen Abend. In der Nacht des Heiligen Abends. 23.54 Uhr. Frohe Weihnachten übrigens. Aber wie gesagt, und frohes neues Jahr. Nachträglich. Aber wie gesagt, ihr seid ja jetzt quasi Ende Januar. Wenn mich nicht alles täuscht, nee, obwohl ich habe bis 10. Januar hochgeladen oder so. Ach, ist egal. Wir sind Mitte Januar oder so. Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht.
Tut mir leid, aber da benutze ich mal ein Safe State, ey. Keine Ahnung, was mich erwartet. Wahrscheinlich hier ein Item View. Schreibe ich mal nicht auf. Ting. Und hier? Geht das weiter oder ist das das andere Item? Alles klar. Also man merke, Teleporter führen zu Items. Ich habe auch keinen Bock, euch unnötig aufzuhalten mit Teleportern. Der will Fernsehen gucken, aber wir stellen ihn mal. Diesen Forschersack. Oh ne, den Forschersack hatten wir ja schon. Ich hatte ja damals, als ich vorhatte, mein erstes Projekt aufzunehmen, hatte ich ja damals vor Pokémon Diamant zu zocken. Das wird natürlich im Laufe des Jahres auch noch nachträglich kommen. Bloody Platin ist ja eher so ein Sonderprojekt, sag ich mal. Ich will eventuell auch riskieren, dass ich die jeweiligen Projekte gleichzeitig aufnehme für Hönig und El Archer. Aber das ist kaum möglich, weil hier habe ich ja schon weiß angefangen, da noch nicht schwarz. Also mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall achten wir jetzt erstmal drauf, was hier geredet wird. Hochgeschätzte Mitglieder von Team Galactic, hört meine Worte, mein Name, so wie ich heute vor euch trete, lautet Cyrus. Diese Welt ist barbarisch und plump. Mit einem Wort unverändert. Schon immer war das Überleben hier in dieser Welt vom Mühsal erfüllt. So wird es auch immer bleiben. Menschen wie Pokémon sind in ihrer Art unvollkommen. Dieser Mangel an Perfektion lässt uns kämpfen, lässt uns andere verletzen. Es ist schrecklich anzusehen. Sie redet jetzt wirklich wie bei Pokémon Schwarz und Weiß. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Wesen verabscheue ich sie. Diese Welt muss makellos sein. Die Welt muss. Ach, habe ich früher vergessen zu lesen. Doch wer übernimmt diese Aufgabe? Wer nimmt es auf sich, die zu ändern? Ich, Cyrus und Team Galactic, ja, jeder einzelne von euch. Gemeinsam sind wir Mythen auf den Grund gegangen und haben ihre Geheimnisse offengelegt. Gemeinsam haben wir legendäre Pokémon gefangen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir über die Energie verfügen, die Welt zu verändern. Welten, die wir uns nur in Träumen vorstellen konnten, sind nun in unseren unmittelbaren Reichweite. Verspäre mich nicht. Verstehe mich richtig, meine Freunde. Mein lang ersehnter Traum steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden. All jene, die zum Krater gehen und jene, die hier bleiben werden. Jede von uns hat eine Mission. So unterschiedlich sie auch aussehen mögen. Sieht man, wer jetzt noch fällt, dass der Erzähl rum sei mit Team Galactic. Meister Cyrus ist der Größte. Weggeworfen. Jetzt kämpfen wir gegen 200 Team Galactic Soldaten. Ja, ein junger Mann. Voll mit Plan und so. So. Ja. Oh, ich keine Lust, so viel zu reden von dir, ey, Labelle. Ah, da kann man sich kurz heilen, oder was? Wir haben uns zwar erst geheilt, aber pff, wenn ich dran denkt, rauszugehen. Chris kommt rein. Nein. Zack. Wenn ich nach Double Screen auf. Nehmen, werdet ihr jetzt sehen, dass es 0-0 ist. Also 0 Uhr 0.
Damit ist heute der erste Weihnachtstag während der Aufnahme. Aber das tut nächste Sache. Pionscora und Bronzel. Tempohieb. Knirscher. Oh. Weder das eine noch das andere ist gut. Von den Sachen, die ich gemacht habe. Ich bin so selten dämlich, ne? Na egal, machen wir erstmal Pionscora fertig. Aber Pomferno und Chris ist natürlich ein schlechtes Team. Aber auch nur, weil Chris noch kein Kaskade anstelle von Zaffa besitzt. Denn das kriegen wir wirklich erst nach der harten Arena. Man glaubt es kaum. Brauchen wir da noch einen VM-Sklave? Flammenrad gegen Piontragi und. Ja, Knirscher gegen Bronze, ne? Das ist aber jetzt nicht sehr effektiv. Streich. Gefährliche Attacke. Aber wir wissen ja, wir sind kurz vor einem. Wow. Sehr kurz. Neben einem Bett, kann man fast sagen. Ching. Flammenrad und Eiser. Zack. Zack. Sorry. Musste ich jetzt mal spielen. Lol. Puppe. Findet man auch nicht oft. Ich wusste auch nicht, dass hier eine versteckt ist im Bett. Ja, hat wahrscheinlich jemand gekuschelt. Ich hab vielleicht eine Vermutung. Nö, liegt nix. Ah, der Part ist schon fast wieder vorbei. Aber ich möchte irgendwie noch das Sender forschen hier. Na gut. Gehen wir erstmal hier unten links lang. Was geht denn hier ab? Item oder Ende? Ende, okay. Und hier ist ein Top-Elixier. Ich war eigentlich der Meinung, dass man hier den Meisterball bekommt. Bam, 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 bam. Ein Protein. Sehr schön. Ja, dann haben wir noch Zeit für den Endboss. Das wird natürlich unsere Zeit strapazieren. Weil der Kampf wird lange gehen. Und eventuell kommt da noch eine Zwischensequenz oder so. Ja. Ching. Ich will also kommen. Ich nahm an, du hast deine Wander gehört. Das ist natürlich nur eine große Lüge. War insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu schaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Diese neue Welt wird nur mit der seltsamen Platz bieten. Wäre es nicht. Aber eine perfekte Welle, die mir vorschwebt. Du hast eine Handlanger gesehen, eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Es ist spürbar. Es geht dir um Zelfe Tobuts Vesprit, richtig? Du willst sie retten. Nur meine Pläne dienen. Sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie unbedingt retten möchtest, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei.
Oh nein, ich werde mir sogar den Ärger sparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verändert sich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts. Ist das nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Nächstenliebe, Mitleid, diese kläglichen, nützlichen Gefühle sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen wie Menschen, sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Und erforsch uns wieder, indem wir uns... ...null Poké-Dollar geben wird. Damit wird uns das Spiel übrigens nur treuen. Der Kampf sieht natürlich inzwischen epischer aus bei X und Y. Aber dazu mehr in meinen Pokémon X-Let-Show Arena-Leiter Kämpfe. Denn da setze ich nach Kampf oft genug ein mit meinem Mega-Lucario Kampfchef. Die Melodie ist episch hier von Cyrus. Kampfkoloss Cyrus. Da steht natürlich Kampfkoloss, weil der Sprite nicht von Cyrus ist, sondern vom Kampfkoloss. Den Vater von diesem gelben Heini, gelbhaarigen Heini am Anfang, den wir Zadrick genannt haben. In der Serie ist er gleich Barry. Oh, es überlebt einen Ladungsstoß. Interessant. Da setzt sich natürlich Spiegelseilwein, weil ich weiß, was er sich erzählt. Und nochmal ein Ladungsstoß. Boom. Sie werden natürlich 70 KP ab. Wegen den blöden... Oh, Skokro. Wegen den blöden... Was wollte ich sagen? Wegen dem blöden... Level. Wegen Nachtnebel zieht er 70 KP ab. Also, zieht nicht 70 KP ab, sondern so viel ab, wie das Level hoch ist vom Pokémon, was dieser Attacke verwendet. Piontragi. Ich bleibe mal drin. Soll ich es verlieren? Ich hätte natürlich auf Ranja gehen können. Gehe ich gerne zu. Akupressur. Spezialverteidigung steigt. Oh, toll. Sehr hilfreich. Tausche ich aus zu Ronja. Willkommen. Erdbeben. Eiszahn. Eieiei. Ist ja egal, ich habe eine hohe Verteidigung und du hast keinen Step drauf, Mann. Wow, 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 wow. Nein. Wird sich da verkacken, oder? Zack. Kampf. Top Genesung. Oh Mann. Na Kampf und. Das war ein nerviger Ninja Toe. Also, kein Problem, du. Mein Flammenrad hau ich dich weg. Mein letztes Pokémon. Mit einem KP, ja. Fokus Gott. Ah, wir haben auch noch Rose. Kein Problem. Das kann ich auch einsetzen. Schütze dich nur einmal, dein Fokus Gott Penner. Interessant, aber auch merkwürdig. Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark und diese Stärke ziehst du aus der Zugeneigung, die du deinem Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung, diese Gefühle sind doch nur Illusionen.
Wie alle Lösungen verlassen sie mit der Zeit, bis das Ende sie für immer vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emissionen abgelegt habe. Denn sie sind nichts als unnötige Sentimentalität. Reden wir nicht weiter darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch kenne ich deinen Mut und deinen Stärken, allein hergekommen zu sein. Dies zur Belohnung, dem Meisterball. Deshalb bin ich doch hier, dem Meisterball. Es gibt kein besseres Meisterball, bla bla bla. Ja, ja, ja. Tschüss, Mann. Oh nein. Also hier hat er seine Rede gehalten. Wir sind doch nicht nochmal auf dem Kraterberg rauf, oder? Ach klar, doch, mal klar. Ist ja logisch. Warte. Aus Sicherheitsgründen. Weil ich wirklich nicht weiß, was kommt. Gerade. Ja, das wird jetzt ein bisschen über Länge. Das ist jetzt als Special Line. Nochmal diese Schwachköpfe hier. Zack. Einfach mit Hyperspeed hier. Absol. Naja. Wenn du sonst nichts zu bieten hast. Zack. Absol übrigens eines meiner Lieblings-Pokémon. Jawohl, ja. Aber wow, ich hätte gerne die Megaform davon, um ehrlich zu sein. Ching, was? Das ist schneller als wir, das ist blöd. Das hat Eisenschweif, Alter. Das ist klar, dass ich nochmal einen Eisenschweif auslocken kann. Voltenso. Also Voltenso wird ja wohl kaum Eisenschweif besitzen oder so. Höchstens Kreuzschere. Kraftreserve. Kampf? Nö. Hundemoon. Bum bum. Flammenwurf. Ah, Chris, los, halt was du drauf hast mit Surfer. Chuck. Nochmal 4. Sah ein Scheiße aus. Hört sich gruselig an, übrigens. Also seht das als kleine Bonus-Episode an, damit ihr einfach das Gebäude beenden kann. Ansonsten wären es jetzt wieder 10 Minuten. Okay, hätte ich nicht gespeedet jetzt im letzten Kampf, dann wären es halt 3 Parts geworden.
Mit nochmal zusätzlich 15 Minuten Videomaterial. Naja. Aber irgendwo ist auch Schluss, ne? Also im nächsten Part müssen wir anscheinend nochmal auf den Kraterberg. Habe ich ganz vergessen, dass das so eine Wendung nimmt. Da werden wir, glaube ich, auf Dialga und Palkia treffen. Das heißt, ich muss auch wieder eine Lieblingsattacke ich glaube, ich muss meine Lieblingsattacke Aufschlag wieder verwenden. Ist ja egal jetzt, ey. Jo, und im nächsten Part gehen wir dann nach Blizzach. Und da gehen wir dann runter, weil ich glaube, das ist kürzer als den kompletten Kraterberg neu zu erforschen. Aber dann bräuchte ich auch locker nicht. Naja, wir werden es sehen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.